Janoschs Traumstunde. Die ganze Welt ist voller Frösche. Wo ich hinschaue, überall sind Frösche, Leute. Ich bin ein Frosch, du bist ein Frosch. Dein Vater ist ein Frosch und deine Mutter ist wohl eine Fröschin. Ich bin hier der Ansager. Mein Name ist Waldbär. Großer, dicker Waldbär. Also das nur nebenbei. Was wollte ich sagen? Wir haben einen König. Wir haben sogar einen Vaterkönig und dessen Sohn den König. Und ehe der Hahn dreimal kräht, werdet ihr sehen. Hier in diesem Kino, auf diesem wunderbaren Fernseher, in Bildern, Worten und kleinen Liedern, werdet ihr schon sehen. Nämlich in diesem Film, der Froschkönig. Vor gar nicht langer Zeit, als alles schon genauso war, wie es ist, lebte unter dem Wasser ein Froschkönig. Der hatte einen Sohn. Er war sehr schön und sehr grün. Grüner, als je einer etwas Grüneres oder Grünliches auf der Welt sah. Dieser Sohn hatte nun eine güldene Kugel, eine Luftblase aus Sonnengold, mit der spielte er jeden Tag. Und sonst tat er nichts. Dies war sein liebstes Spiel. Er ließ sie unter Wasser in die Höhe schweben, schwamm ihr nach, fing sie auf, zog sie wieder nach unten, ließ sie wieder in die Höhe schweben und fing sie wieder auf. Da er nichts anderes tat als dies, erlangte er eine solche Geschicklichkeit in diesem Spiel, dass er die güldene Kugel immer höher in dem Wasser aufsteigen lassen und sie zuletzt noch fangen konnte, wenn der Zwischenraum zwischen der Wasseroberfläche und der Kugel nur noch ein Zehntel von einem Millimeter betrug. Denn wäre die Kugel aus dem Wasser hinausgeflogen, wäre sie in der Luft davongeschwebt, logisch. Für immer verloren. Und genau dies geschah eines Tages. Froschprinz, du quackst so herum. Sag! Ein Fräulein am Ufer, eine Maid, ein Mädchen, ein Mensch fragte ihn das. Na ja, da soll ich nicht jammern, rief der Frosch. Meine güldene Kugel ist mir entwischt. Ich gebe alles dafür, bekäme ich sie wieder. Alles? Fragte das Mädchen. Auch dich selbst? Dein Leib und Leben? Alles, rief der Frosch. Denn die Rede schien ihm Unsinn zu sein und nichts zu bedeuten. Denn was heißt da Leib und Leben und sich selbst? Und du würdest mich auch zur Frau nehmen? Ich würde dich zur Frau nehmen, rief der Froschprinz. Aber beeil dich und fange die Kugel, denn du kannst auch nicht fliegen. Dies konnte er sagen, denn er dachte, wie soll die meine Frau werden können? Sie ist viel zu groß und dick. Wir passen nicht zusammen. Und wahrscheinlich kann sie auch gar nicht tauchen. Und ich dürfte von deinem güldenen Tellerlein essen und in deinem Kämmerchen schlafen? Ja, rief der Frosch. Aber beeile dich, sie fliegt sonst davon.
Kaum hatte der Prinz das Kügelchen in seinen Froschhänden, machte er einen gewaltigen Satz und tauchte unter. Meinte er doch, die Maid könne ganz sicher nicht tauchen. Und damit habe sich sein Versprechen von allein erledigt. Sie aber rief: So warte doch, mein Liebster. Ich kann dir ja kaum folgen. Und sprang mitsamt ihren Kleidern hinterher. Sie konnte tauchen. Der Frosch schwamm, so schnell ihn seine Flossen trugen, zum Palast seines Vaters. Vor seinem Vater, dem Froschkönig, benahm er sich recht unauffällig, denn der Froschkönig war sehr gestrenge, was Versprechungen anging. Was ist das? Wer klopft da, mein Sohn? Fragte der Vater. Kenne ich nicht, sagte der Prinz. Weiß nicht, hab keine Ahnung. Ein Mädchen, rief der Froschkönig. Ist das für dich? Hast du ihr den Kopf verdreht? Sprich. Nein, 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 ja, sagte der Prinz. Wohl eher nein. Aha. Ihr gar die Ehe versprochen? Ja, sagte der Prinz. Dann hole sie herein und halte dein Versprechen, denn das Wort eines Frosches ist das Wort eines Edelmannes auf Leben und Tod. Aber wir passen nicht zusammen, Vater, rief der Froschprinz. Sie ist zu dick, zu groß. Nichts an ihr ist richtig. Ist sie die Goal? Wort ist Wort und gilt auf ewig. Da drehte der Froschprinz das Fenster herunter und versuchte, sie hereinzuzerren. Aber sie war zu dick. Und er meinte schon, damit habe sich das Versprechen von allein erledigt. Dann schwimme hinaus, rief der Froschkönig. Und tu, was du versprochen hast. Da nahm der Froschkönigssohn die Maid bei der Hand und schwamm mit ihr ins tiefste Wasser. Dort, meinte er, würde sie es nicht lange aushalten. Denn ein Mensch ist kein Frosch und sie würde ertrinken. Dann hätte sich das Versprechen von selbst erledigt. Aber ihr war es doch wohl. Und sie sprach: Hast du mir nicht versprochen, ich dürfte von deinem goldenen Tellerchen essen? Da holte der Froschkönigssohn sein Tellerlein, brachte Froschfutter mit, Regenwürmer, denn er dachte, davon würde sie Bauchgrimmen bekommen und damit würde sich das Versprechen von allein erledigen. Aber sie aß die Regenwürmer mit Wohlbehagen. Schmeckt es dir? Fragte der Froschprinz. Oh, wenn es dir schmeckt, mein Liebster, dann soll es mir wohl auch schmecken. Und nun will ich in ein Kämmerchen schlafen. Der Froschprinz nahm sie bei der Hand und schwamm wieder zum Palast seines Vaters. Seine Schlafkammer war sehr klein für einen Menschen, der etwas zu dick war. Und der Prinz meinte wieder, sie würde doch ersticken. Dann hätte sich das Versprechen von allein erledigt. Er schob sie mit Gewalt in seine Schlafkammer und drückte die Kühlerhaube hinter ihr zu. Aber als er am nächsten Morgen wiederkam und die Motorhaube öffnete, schwamm sie ihm munter und ausgeruht entgegen. Hast du gut geschlafen? Fragte der Froschkönigssohn voller Zorn. Wenn's dein Kämmerchen ist und du dort auch so gut schläfst, dann soll ich dort auch immer gut schlafen können, mein Liebster. Da nahm der Froschkönigssohn sie in den Schwitzkasten.
Denn dies hatte unter Wasser noch kein Mensch aushalten können. Und er meinte, damit würde sich sein Versprechen von alleine erledigen. Und er spürte, wie sie leichter und leichter wurde. Und als er ihr ins Gesicht schaute, war aus der hässlichen Maid eine schöne, grüne Froschprinzessin geworden. Schöner und grüner, als je einer eine solche sah. Da umarmte sie der Froschkönigssohn und küsste sie nach Herzenslust. Und die Froschprinzessin erzählte ihrem Bräutigam, dass sie verzaubert worden war. Sie war vor langer Zeit Tochter eines Froschkönigs im Teich gewesen. Aber sie war nie glücklich. Einmal war das schöne Grün ihres Leibes nicht das Grün, welches sie sich wünschte. Dann wieder war ihr die Königskrone zu groß oder zu klein. Dann schmeckte ihr das Wasser im Reich ihres Vaters zu sehr nach Fisch und dann wieder zu wenig nach Fisch. Die Regenwürmer waren ihr zu kurz oder zu lang. Kurzum, es war eine Plage mit ihr. Da ging ihr armer Vater zum weisen Frosch Wassergrün, Vater aller Frösche, und klagte ihm sein Leid. Wassergrün brauchte nicht lange zu überlegen. Es müsste ihr ein großes Unglück zustoßen. Das würde sie aufwecken. Quark, das größte Unglück für sie wäre, hatte ihr Vater gesagt, man nehme ihr alle Kleider und allen Schmuck. Quark. Nicht schlimm genug. Quark, dann müsste der Storch sie schrecken. Quark. Alles nicht schlimm genug, hatte Wassergrün gesagt. Sie müsste erst ein armseliger, weißer Mensch werden. Dann müsste sie in 1000 Fetzen gerissen, in einen endlosen Abgrund gestürzt. Oder unter Wasser in den Schwitzkasten genommen werden, damit die Furcht sie martert und sie stirbt. Fast. Weil Wassergrün weise war und alles wusste, sagte der Vater, wenn sie dann glücklich wird, so soll es geschehen. Quark. Und so sei sie also in diesen Menschen mit Kleid verwandelt worden. Es war schlimm gewesen. Und als der Froschkönigssohn mit seiner Braut zum alten Froschkönig ging, um ihm zu zeigen, dass er sein Versprechen eingelöst hatte, sprach der Froschkönig: Siehst du, Junge, des Vaters strenge Worte sind ein großes Glück für jedes Kind. Dann ließ der Vater das goldgestrichene Boot mit den 4 schnellsten Froschrössern anspannen. Der Bootskutscher Heinrich brachte sie auf die kleine Insel mit Badesteg. Auf der kleinen Insel fanden sie ein Sommerhaus mit Kamin, in dem sie gut leben konnten.
Einmal im Monat besuchte sie der alte Froschkönig. Und sie lauschten seinen strengen Worten. Schitigol, was er quakte,